Deutscher Stahl! Deutscher Stahl! Ja, mir ist mir einfach nicht eingefallen. Hallo, willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks mit dem Jagdpanzer R100. Und Deutscher Stahl ist hier definitiv gegeben, weil der Jagdpanzer R100 einfach mit Kellen um sich schmeißt, die sensationell hoch sind. Er spielt hier Raikon aus meinem Clan mit Dominator aus meinem Clan. Also an dieser Stelle, hallo mein Clan. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie sie hier vorgehen und wie das hier abgeht. Wohin fahrt er? Er ist hier noch unschlüssiger, dreht. Er fahrt jetzt doch eher in die Mitte. Wo fahrt Raikon? Was fahrt Raikon? Dominator fahrt... Oh, der fahrt... Okay. Also die haben sich... Die machen sich wahrscheinlich hier so einen One-Shot-Contest. Wer zuerst wie viele Gegner One-Shotten kann. Weil beide sind einfach unglaublich fies. Vom Schaden her. Zerstören einem ganz schnell eine ganz leichte Runde, wenn man ihnen falsch über den Weg läuft. Der Jagdpanzer schiebt ja sogar den Jagdpanzer an. Das ist ja ein Lieb. Der Kleine, den Großen sozusagen. Rechts ist noch die Schrumpfvariation. Links ist schon der Große ausgewachsen. Vielleicht vor der Wäsche und nach der Wäsche. So, und jetzt wird er hier stehen bleiben und warten, bis dann da was hochkommt. Und der Erste, der da hochkommt, der tut mir jetzt schon leid. Aber da drüben ist was. Er kommt aber nicht drauf, weil der sich schon wieder zurückzieht. Ah, dies gibt es zwei Stück. Da muss er auf jeden Fall aber aufpassen, weil auch die zerstören wiederum so einem Jagdpanzer ganz gern und schnell das Spiel. So, der E100 hat schon mal verschossen. Der wollte eigentlich den 1390. Jetzt traut er sich aber erstmal wohl nicht mehr raus. So, der 1390 geht nochmal gucken auf jeden Fall. Findet er ihn nochmal? Kuckuck. Ne, keiner da. Der E50 wieder offen, aber leider alles nicht gerade zu erreichen. 0 zu 4 aktuell für den Gegner, also sehr eindeutig. Ob der getroffen hat, das kann ich euch beim besten Wissen und Gewissen nicht sagen. Auf jeden Fall ist er jetzt offen, muss also jetzt auch ein bisschen auf die Artis aufpassen. Rheinmetall, das wäre natürlich ein schöner One-Shot, ja. Oh, nee, der Rheinmetall nimmt seinen Bruder auf die Schippe. Ist schon fast Inzest. 1 zu 6. Da ist aber auf jeden Fall... Oh, jetzt bekommt sein Zugpartner hier aber vom E100 auf die Mütze. Hat nicht mehr viel HP, deswegen muss er da jetzt supporten. Und jetzt E100... Nein! Da haut er ihm voll vorne auf den Turm drauf, wo er eigentlich sogar nochmal durchkommt. Aber der Winkel war schlecht. Muss man leider gestehen. Arti hält jetzt auch noch rein. Gott sei Dank verschießt aber hier. Mitte fahrt ein AMX 50 120 durch. Kommt aber keiner drauf. Dementsprechend auch nichts zum Wirken. Und Raikon wartet nach wie vor auf den E100. Und da ist jetzt ein Typ T57. Jetzt komm, zeig uns mal, was deine Kanone so kann. Und ja, 1100 Schaden. Und zack, Spiel kaputt für den. Aber 4 zu 9, also da müssen sie noch einiges drehen. So, jetzt nimmt er erstmal den R100, der Dominator, raus. Er wiederum orientiert sich mal Richtung Cap. Will dann die cappen, weil da ist ja auch einiges schon durchgekommen. Der T57 müsste One-Shot für so ziemlich jeden dort sein.
Nimmt aber noch den Rheinmetall mit. Eher ärgerlich. So, jetzt ist aber raus. 6 zu 11. Der Superhorst von Clan Bier. Sympathischer Clanname. So. Und der AMX 50-120 vom Clan Wasser. Von Vasilis Clan. Auch nicht schlecht. So, jetzt hat er hier der Hintergrund mal den T49 gewonshottet. Damit steht es nur noch 8 zu 11. Und man sieht, wie viel Respekt die Gegner vor diesem Panzer haben. Keiner traut sich wirklich gerade vor. Da hat er Glück gehabt sogar noch, dass er ihn hier nur gekettet hat. Oder dass er ihn gekettet hat. So, jetzt kommt der Gegner hier weiter. Und jetzt den nimmt er natürlich raus. Der 50-120 macht es hier nicht gut. Hittet ihn zwar dementsprechend, killt ihn aber nicht. So, und jetzt kommen sie hier zu zweit. Wait, was war das denn? So, und jetzt bam. Schelle. Ja. Und schon wieder ein schöner Tausender. Der AMX 50 hat jetzt unten mal den AMX dafür weggeholt. So, und jetzt kommt da noch ein M103. Noch aktuell voll HP. So, auch der macht zwar Schaden, aber wirklich stören tut es ihm aktuell bei seinem HP-Pool nicht. FV nimmt jetzt den AMX raus. Und jetzt der M103 hat nicht mehr viel. Ist nur die Frage, wer von beiden killt den. So, ja, zack. Nur 915 Schaden. Aber bis jetzt hat er 4 Schüsse in dem Spiel getroffen und hat gemacht 4000 Schaden fast. Also ist einfach nach wie vor ein Monster, das Ding. So, und plötzlich ist das Spiel gedreht. Jetzt gibt es nur noch zwei Artis und der T-34. T-34 war zuletzt unten am Kap der Guten Hoffnung entdeckt. Die Artis werden natürlich klassischerweise auf dem Artis-Spot hinten stehen. So, da ist die erste Arti. Bei weitem, weit. Oben am Dach abgeprallt. Sowas sieht man aber auch eigentlich ja schon nie. Da ist der T-34 auch noch. Der prallt hier auch noch ab, aber die schießen auch alle irgendwie kurios auf ihn. So, und jetzt macht er ihn halt dann. Und weg, jetzt fehlt nur noch die Arti. Und vorher hat er, damit muss ich mich revidieren, hat er den einen doch blind gehittet, weil am Ende des Kampfes wir da 6000 Schaden gemacht haben und das schafft er jetzt nur noch mit der Arti definitiv nicht mehr. Also hat er eine auch noch blind gehittet. Und dementsprechend hat er über diesen Kampfverlauf 6000 Schaden gemacht. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal und Kill. Tschüss.